Hell, ein deutscher Zukunftsthriller, der Überraschungserfolg auf dem Filmfest München. Jetzt kommt er endlich in die Kinos. Die Welt im Jahr 2016. Die Sonne brennt gnadenlos vom Himmel. Sie hat sich der Erde genähert und sie in einen Glutofen verwandelt. Drei Menschen kämpfen ums Überleben. Das ist die fantastische Grundidee des Films. Scheiße. Auf einer Tankstelle entbrennt ein erbarmungsloser Kampf. Hannah Herzsprung, Lars Eidinger und Stipe Ercek kämpfen um Wasser, Nahrung, Ressourcen. Philipp, lass uns weiterfahren. Wir haben Sachen für mindestens eine Woche geklaut. Warum war das Auto überhaupt auf? Du hast doch den Schlüssel. Könnt ihr dich auch mal mitdenken? Hell kommt daher wie eine deutsche Version von Mad Max. Meisterlich inszeniert und umso erstaunlicher, weil es das Spielfilmdebüt eines ganz jungen Filmemachers ist. Tim Fehlbaum kommt aus der Schweiz, ist 29 Jahre alt und Absolvent der HFF München. Inszenierung, Drehbuch und Kamera. Fehlbaum hat an allem mitgewirkt. Der Film sollte, obwohl es ein Genrefilm ist, sollte so ein dokumentarisches Feeling haben irgendwie. Also ich habe selber HFF als Kameramann gearbeitet bei Dokumentarfilmen und davon habe ich, glaube ich, sehr viel mitgenommen. Also mir hat es sehr viel gebracht, dieses dokumentarische Arbeiten. Und das haben wir versucht aufzunehmen. Also wir haben immer zwei Kameras immer laufen gehabt und oft dann einfach nur wie so beobachtet. Der lass ihn los. Ihr seid doch zu dritt. Wo ist der Dritte? Philipp! Das Leben ist ja schon seit langem eben so und gefährlich. Und darüber dann in diese Situation, in diese Todesgefahr zu kommen und das so lange auch zu spielen, das ist natürlich eine große Herausforderung. Bei uns mussten die Bauern ihr ganzes Vieh notschlachten. Seit 3 Jahren gibt es keine Ernte mehr. Ich habe nur noch meine Schwester. Hell ist Thriller, Angstfilm, Utopie. Gut besetzt bis in die Nebenrollen. So jetzt zum Beispiel, als das in Japan passiert ist, hat man doch unheimlich Ängste gehabt, oder? Sie nicht? Dass jetzt irgendwas kommt, was man immer erwartet, dass die Welt irgendwie irgendwas muss da jetzt auseinanderbrechen, irgendwas. Und das ist, glaube ich, die Qualität dieses Films, dass man merkt, man ist eigentlich sehr nah mittendrin. Irgendwann wird Hell zum Horrorfilm. Lange versteht es Fehlbaum, den Zuschauer im Unklaren zu lassen. Wo ist meine Schwester? Hell ist ein fast perfektes Filmerlebnis. Tim Fehlbaum hat alle Voraussetzungen für eine große Karriere, denn er versteht es zu unterhalten. Roland Emmerich hat ihn als Co-Produzent beraten. Beim Filmfest München wurde der Schweizer mit dem begehrten Regieförderpreis ausgezeichnet. Zu Recht. Hell, unser Kino-Kino-Tipp der Woche. Was macht ihr hier?